Für die günstigsten und sichersten FIFA-Coins check meine Sponsoren IG4 und MMOJ aus. Links sind natürlich in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es noch einen richtig freshen Rabattcode in der Videobeschreibung. Ihr würdet mich natürlich mit dem Kauf über meine Links unterstützen. Euch kostet das Ganze keinen Cent mehr. Danke an jeden Einzelnen, ihr seid die Beste. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Part des Karrieremodus mit dem FC Bayern. Heute gibt es die nächsten Champions-League-Spieler. Wie seht es, wir haben 3 Punkte vor Monaco. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch einen Sieg. Dann sind wir schon so gut wie weiter, beziehungsweise auch als Erster weiter. Weiter sind wir so oder so schon. Obwohl, ne, doch nicht, warte mal. Porto, scheiße, habe ich gerade gesehen, hat 4 Punkte nur hinter uns. Das heißt, wenn wir beide Spiele verlieren und jetzt vor allem gegen Porto verlieren, könnte es noch spannend werden. Und ihr seht es, weiterhin Donnarumma, die Zeichen stehen auf Abflug, Alter. Er will uns weiterhin verlassen, ich check das nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, langsam, dass uns Donnarumma wirklich verlassen wird. Naja, KVX mal, Leute, falls ihr noch Bock habt auf diesen Nice Hoodie hier, checkt gerne meinen Shop aus. Link ist natürlich oben in der Beschreibung. In der letzten Zeit kam diese Nice Variante ja mal limitiert raus, aber ihr seht es, den gibt es natürlich auch ganz normal in Schwarz und in Weiß. Könnt ihr gerne auschecken. Wir machen jetzt hier mal direkt weiter. Und heute bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn heute gibt es eine ganz besondere Episode, kann ich euch nämlich zeigen, weil wir haben jetzt gleich das Spiel gegen Porto, das ist auch wichtig. Aber dann geht es gleich in das wahrscheinlich wichtigste Spiel. Und zwar gegen Dortmund. Deswegen, das könnte relativ interessant heute werden in dieser Folge. Deswegen werden wir jetzt gleich, ihr wisst es, wir spielen immer ein Spiel pro Folge. Deswegen werden wir das Spiel gegen Porto auch simulieren. Ihr seht es, das Team von Porto ist wirklich nicht das allerbeste. Brahimi, auf den muss man aufpassen. Und Quintero vielleicht noch. Aber sonst, naja, also eigentlich das Hinspiel war ziemlich knapp. Das Hinspiel ist, glaube ich, 1-0 oder so für uns ausgegangen. So, was soll's? Jetzt haben wir aber schon wieder lange rumgelabert. Jetzt kommen wir also ins Spiel gegen Porto. Am besten wäre es natürlich, wenn wir das Spiel gewinnen würden. Dann könnten wir im letzten Spiel gegen Monaco nochmal ein paar Spieler schonen, nochmal ein paar Spieler in Spielpraxis geben, die noch nicht ganz so oft gespielt haben. Aber das sehen wir dann. Jetzt schauen wir erstmal. Boah, gegen RB Salzburg haben die 4-1 gewonnen, gegen Monaco 0-0. Unentschieden, also scheiße drauf sind die jetzt nicht, aber gut drauf sind die auch nicht. Und wir sind momentan eigentlich relativ gut drauf, würde ich jetzt mal sagen. Bayi, der 15 Minuten mit dem 1-0, also der Typ, gefällt mir richtig. Das war einer der besten Transfers für die Innenverteidigung, die wir je gemacht haben. Alaba holt sich gelb ab, Messi kommt rein für Dembele, Neymar für Ronaldo, Dele Alli für Sanchez. 75 Minuten sind rum, das könnte nochmal knapp werden hier in den letzten 10 Minuten. Es bleibt beim 1-0, Alter. Bayi machte das 1-0 und auch das entscheidende 1-0. Wichtiges Tor. So, das ist unser Aufstellung für das nächste Spiel. Wir werden mal den einen oder anderen Spieler schonen, weil gleich haben wir dann noch das Spiel gegen Dortmund. Und dann müssen natürlich alle Spieler so gut wie fit sein. Emre Mor haben wir natürlich. Oh, komm, Puzzler kommt noch rein für Alaba. Der Rest, boah, Boateng ist ein bisschen platt. Aber das sollte schon, denke ich, passen. Musonda kommt diesmal heute auf den linken Flügel. Ich muss sagen, Musonda lassen wir kaum spielen. Das ist auch ziemlich schwer. Wir haben Neymar, Coman auf dem linken Flügel. Von daher kann man da echt kaum, ganz ehrlich, Musonda momentan spielen lassen. Wir lassen ihn jetzt mal spielen und schauen, ob er ein gutes Spiel abziehen wird. Das werden wir jetzt auf jeden Fall gleich sehen. Und dann schauen wir doch mal, was Frankfurt hier so drauf hat. Lewandowski, wow, nach 11 Minuten mit dem 1-0. Also Lewandowski, momentan, ganz ehrlich, hat er wieder einen Lauf. Immer wenn er spielt, macht er auch ein Tor für uns. Und man muss sagen, er spielt nicht so oft. Pogba, 2-0 mit dem Elfmeter. Messi kommt rein für Sané. Lewandowski, Doppelpack, 3-0. Neymar für Ronaldo. Gott sei Dank haben wir damals Lewandowski nicht verkauft. Ich glaube an den Typen und ich, boah, Pogba, Doppelpack auch noch von Pogba, 4-0 gewonnen. Nice, Mann, mit der B11 kann man quasi sagen. Gott sei Dank, wie gesagt, was ich sagen wollte, haben wir damals Lewandowski nicht abgegeben. Ich habe an den Typen geglaubt und ich wusste, dass der Typ auf jeden Fall wieder auf seine alte Form zurückkehren wird. Wir kommen ins nächste Training und dann schauen wir mal und hoffen, dass die Kollegen hier mal wieder gut trainieren. Naja, okay, gute Trainingseinheit war es nicht, aber Jimenez, Alter, 93 Dribbling hat der Typ mittlerweile, 95 Ballkontrolle. Was ist das für eine Maschine? Beweglichkeit 96. Einfach nur heftig. So, weiter geht es und dann kommen wir jetzt, wie gesagt, zu dem wahrscheinlich wichtigsten Spiel. Und unsere Jugendspieler haben den Vertrag akzeptiert. Pressekonferenz. Wir schauen mal kurz. Götze, Tosun. Gesal, der war ja letzte Saison schon da, aber Tosun haben sich, glaube ich, neu geholt. Götze, 87er Rating. Also Götze hat sich echt richtig gut entwickelt. Auch bei uns in der Nationalmannschaft. Ist der Typ ja nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. So, das ist dieser Morares. 62 Tempo. 3 Sterne Skills. Boah, der ist 1,73, Alter. Als zentraler Mittelfeldspieler. Aber Freistoßpräzision 71 und Ballkontrolle 77. Also er scheint so ein kleiner brasilianischer Skiller zu sein. Skiller nicht, weil dafür hat er zu schlechte Werte. Aber naja, wir schauen auf jeden Fall mal. Die werden wir natürlich versuchen auszuleihen. So, jetzt natürlich
wieder die Bestbesetzung hier an den Start bringen. So, das ist unsere Ausstellung, Bestbesetzung. Ich war am Überlegen, ob wir Lewandowski von Anfang an spielen lassen für Dybala, weil Dybala, ganz ehrlich, momentan nicht so gut ist. Lewandowski ist momentan besser, aber wir machen es dann doch, würde ich sagen, erstmal so und schauen dann. Oh, Kacke, guckt euch mal die Torjägerliste an. Neymar auf Platz 1 mit 6 Toren, aber Gesal von Dortmund direkt dahinter. Was ist das für eine Maschine, Gesal? Der war in den letzten Jahren schon immer relativ gut. FC Bayern investiert in den Nachwuchs, so muss es auch sein. Also wie gesagt, der war in den letzten Jahren immer richtig gut. Aber so krank wie jetzt war anscheinend noch nie. Seine beste Saison nehme ich jetzt mal an. So, dann starten wir ins nächste Spiel, ins Derby gegen Dortmund. Und ganz ehrlich, wir haben 5 Punkte vor Dortmund, genauso wie 5 Punkte vor Mainz. Also rein theoretisch könnte man sich natürlich hier auch eine Niederlage erlauben. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir stellen auf Weltklasse, 15.30 Uhr, Bundesliga-Zeit und im Signal Iduna Park auswärts. Naja, mal sehen. Und los geht es ins wahrscheinlich geilste Spiel der Saison, abgesehen von Champions League. Oh Mann, dieses Stadion, Alter. Das Stadion von Dortmund ist einfach heftig. Oh mein Gott, guck dich diese Atmosphäre an, wie das aussieht, ey. Die Bilder sind dieses Jahr einfach so geil. Ich feiere das so krass, diese ganzen Animationen. Aber ich muss sagen, Dortmund Stadion, Alter, das sieht schon von allen Bundesliga-Stadien, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, am heftigsten aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Stadion ihr am heftigsten findet. Ja, diese Animation gibt es ja in jedem Stadion. Ob jetzt bei Bayern, bei RB Salzburg oder was weiß ich. Aber generell, so dieses gesamte Stadion, wo eben dieser gesamte Blick war, da, das sieht schon heftig aus, Mann. Richtig geil gemacht auf jeden Fall. Das kann man sich gerne mal anschauen. Ganz ehrlich, ich schaue mir das gerne an. Guck dich mal an, die ganzen Ersatzspieler auf die Bank. Da ist der David Alaba. Sieht immer ein bisschen aus wie Jim Knopf, aber scheiß drauf. Gut ist er auf jeden Fall, beziehungsweise sieht so aus wie Kingsley Coman. Links neben ihm, glaube ich, Renato Sa. Warum filmt der die ganze Zeit auf Alaba, der Kameramann? Ihn juckt gar nichts. Hier ist nochmal die Aufstellung. Tosun mit der 14, ganz vorne im Sturm. Okay. Ja, okay, als Ersatz für Aubameyang. Die haben ja Aubameyang abgegeben, aber da holt man sich doch nicht Tosun, Alter. Die haben 60 Millionen bekommen oder so. Da hätte man sich auch einen besseren Spieler holen können. Okay, abklatschen natürlich Messi, Ronaldo, Pogba. Das sind unsere Neuzugänge. Ronaldo, Pogba, das holen wir uns. Und die holen sich hier Gesal und Tosun, obwohl die noch viel, viel mehr Geld zur Verfügung gehabt hätten. Weil wie gesagt, die haben 60 Millionen für Aubameyang oder so bekommen. Und da ist Donnarumma nochmal im Mittelkreis, macht hier die Ansage. Vielleicht eine seiner letzten Ansagen. Da steht Ronaldo bereit mit Messi im Arm. Vielleicht eine der letzten Ansagen von Donnarumma. Vielleicht wechselt er in der Winterpause. Ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht. Naja, kann man nichts machen. Treffer, richtige Vereine. 31 Tore, wir sind auf Platz 1. Hamburg, what the fuck, Alter, Hamburg. 2, auf Platz 2, Alter. Das in echt wäre niemals, glaube ich, möglich. Okay, Neymar steht bereit. Los geht's. Boah, was ein Abschlag von Donnarumma. Boah, was eine Ballannahme von Lionel Messi. Von Neymar. Komm, spiel ihn da raus. Auf Ronaldo. Okay, jetzt müssen wir schauen. Spiel ihn. Na! Oh, Ronaldo holt sich den noch. Da vorne ist Lionel Messi frei. Okay, das kann es schon sein. Messi! Golasso! 1:0! Lionel Messi! Komm, wir laufen mal direkt hier hinten. Um die Fans ein bisschen zu provozieren, Leute. Das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu. Direkt mal hier auf die Bande mit Lionel Messi. Oh, er geht nicht mal auf die Bande. Aber Kimmich. Kimmich jumpt auf die Bande. Ronaldo auch. Messi hat keinen Bock. Nice. 1:0 da. Dortmund echt ein bisschen gepennt, Alter. Was war das? Messi war auf einmal ganz frei. Ronaldo hat sich gut durchgesetzt. Da. Das war der Fehler. Da hätte man Ronaldo vielleicht umgrätschen müssen. Und natürlich, so Bälle. Macht Messi rein. 1:0. Diese Jay, der Typ ist auch heftig. Den muss man. Ah, da muss man auch. Aufpassen, nein, ach, Gesal mit dem 1:1, Leute, genau derselbe Fehler, wie auf der Dortmunder Seite eben. Und Gesal zeigt, warum er so viel Tore hat, weil die Dinger eiskalt reinmacht. Götze, schön abgewartet, schön Ball behauptet und genau so ist das Tor eben auch gefallen. Ich grätsche noch mit Alaba rein, da war aber nichts mehr möglich, 1:1. Okay, Leute, 60 Minuten sind um, es gibt den Freistoß. Oh Mann, Alter, für Cristiano Ronaldo. Der Schiedsrichter zählt nochmal die Meter ab bis zur Mauer. Und Ronaldo steht schon bereit, Mann. Der Schiri mit seinem scheiß Freischussspray hier. Götze, haben schon vielleicht ein bisschen Angst in der Mauer. Das könnte jetzt natürlich das 2:1 werden. Birki hochkonzentriert. Okay, das ist, ich weiß nicht, eigentlich ist es die perfekte Position, oder? Mit Ronaldo. Ey, da sind ein paar Bayern-Fans von uns. Ey, das sieht schon heftig aus. Guckt euch diese Atmosphäre hier an, Alter. Das sieht einfach nur geil aus. Okay, das könnte jetzt einer der wichtigsten Freistöße in der Karriere von Cristiano Ronaldo werden. Come on, im Derby hier gegen Birki. Ah, der war vielleicht ein bisschen zu leicht, oder? Wir probieren es mal. Der schießt ihn mit dem linken Außenriss. Hä?
Was war das denn? Das wollte ich gar nicht so, aber der war heftig. Warum hat er den mit dem linken Außenriss geschossen? Aber der war eigentlich heftig, ey. Den hätte Birky vielleicht sogar nicht bekommen. Ich check zwar nicht, ich wollte ihn eigentlich mit rechts über die Mauer schießen. Fuck it, Digga. Aber das sah geil aus, Mann. Geiler Freistoß. Okay, jetzt müssen wir natürlich weiterschauen hier. Da hätte ich mehr draus machen sollen. Ich wollte ja auch ganz anders machen. What the fuck, Alter. Dortmund macht hier echt komische Aktion, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich nutze die Chance einfach nicht, ey. Wie viele Chancen wir schon hatten. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, 2 zu 1. Das gibt es nicht. Wer war's? Ich habe keine Ahnung. Tosun, ne? Nein, Alter. Was war das denn für ein Pass? Wer hat den gespielt? Wieder Götze. Junge, perfekter Pass. Da macht Donnarumma natürlich gar nichts. 2 zu 1 für Dortmund. Ich glaube, es war Weigel. Es war Julian Weigel. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ganz ehrlich. Ich will jetzt nichts sagen, aber das ist ein bisschen unverdient. Aber okay, damit müssen wir leben. Wir wechseln mal eben. Okay, was machen wir jetzt aus dieser Situation? Wir ballern einfach mal drauf, Pfosten. Ey, das wie... Boah. Ey, das gibt es echt teilweise nicht. Wie oft ich jetzt schon den Pfosten getroffen habe und die Latte. Das ist echt... Ich glaube das kaum. Aber okay, man kann nichts machen, Leute. Wir müssen weitermachen. Ganz normal weitermachen. Lewandowski gerade frisch reingekommen und den muss Lewandowski doch jetzt machen. Junge! Birky hält den. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ganz ehrlich, ich glaube es einfach nicht. Komm, Lewandowski legt ihn ab. So wollte ich es eigentlich gar nicht. Aber Sané kommt dran und... Es gibt den Freistoß. Es gibt nochmal Freistoß. Okay, die Situation ist ziemlich nah. Das heißt, das ist schwer, den überhaupt jetzt ins Tor zu bringen. Ich muss mal kurz Start machen und überlegen, wie ich das Ganze jetzt mache. Okay, wir machen es, glaube ich, so. Ich versuche, den Ball kurz auf Alaba zu spielen. Und dann haue ich einfach drauf. Alaba! 2 zu 2, Mann. Was ein Schuss. Und das mit dem rechten Fuß. Mit dem schwachen Fuß. Alaba, mach den hier. Und das war schön, Alter. Genauso hat die... Ey, der zweite Freistoß, den konnte ich von da nicht mit Ronaldo draufschießen. Die Bayern-Fans sind am Jubeln. Aber das hat Dortmund auch schlecht gemacht. Guck mal, da geht niemand drauf. Und Alaba, was ein Schuss. Mit dem schwachen Fuß. Richtig geil getroffen. Perfekt getroffen. Genau in den Winkel. Bam, Mann. So muss das sein. Richtig fresh. Aber, ganz ehrlich, das ist... Das war's. 2 zu 2, Alter. Ich muss sagen, das war eines der geilsten Spiele dieser Saison. Ey, es hat so Bock gemacht. Es gab so viele geile Szenen. Oh, guckt euch das an. Dortmund hatte 2 Schüsse, macht 2 Tore. Vielleicht war es der Heimvorteil, ich habe keine Ahnung. Wir hatten 10 Schüsse. Wir haben von diesen 10 Schüssen 3 oder 4 Mal Aluminium getroffen. Also, ganz ehrlich, das soll jetzt nicht so klingen, als wenn Dortmund es nicht verdient hätte. Die hatten es verdient. Das Unentschieden war verdient. Ein Sieg wäre unverdient gewesen. Das muss ich zugeben. Aber ein Unentschieden war absolut verdient. Und deswegen geht das in Ordnung. Dafür war es einfach ein richtig geiles Spiel. Es hat so Bock gemacht. Es hat richtig Bock gemacht. So, Leute, das war's dann auch von der heutigen Episode. Ich schaue nochmal ganz kurz. Ich will hier nochmal kurz unterbrechen. Ja, jawohl, dann können wir noch eine Trainingseinheit machen. Und in der nächsten Folge kommen wir dann natürlich ins letzte Spiel gegen Monaco. Ja, jetzt machen wir erstmal noch die Trainingseinheit und das war's dann auch für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ey, jetzt nochmal mit dem Derby gegen Dortmund, Alter. Das war echt eine ziemlich, ziemlich krasse Folge. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet. Wäre auf jeden Fall richtig cool. Danke an jeden Einzelnen, der mich unterstützt. Und falls ihr noch Coins braucht, checkt auf jeden Fall mal meine Sponsoren aus. IGFold und MMOJ. Da gibt es auf jeden Fall die günstigsten Coins jetzt für Weihnachten oder halt fürs Team of the Year. Könnt ihr euch schon mal Coins holen, falls ihr Bock habt. Und Rabattcode gibt es natürlich auch noch in der Videobeschreibung. Würdet mich mit dem Kauf natürlich unterstützen. Danke an jeden Einzelnen. Ihr seid die Besten. Und falls ihr noch Bock habt auf diesen weißen Nice Hoodie, wie gesagt, den gibt es auch noch in schwarz. Und es gibt natürlich noch viele andere Sachen in meinem Shop. Link dazu zu meinem Shop ist natürlich auch in der Beschreibung. Checkt das Ganze mal aus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Danke an jeden Einzelnen, der mich da mit dem Kauf unterstützt. Ihr seid die Besten, haut da rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.